Wir sind live auf der Sportanlage Neudorf und unsere Trainerin Elena erklärt gerade das Schutzkonzept, damit wir gut gewappnet sind und in aller Sicherheit können trainieren. Hoi Elena, wie geht's? Gut und schön da. Also die erste Frage, Schutzkonzept. Kannst du das kurz für uns zusammenfassen? Ja, das Wichtigste ist wirklich die 2 Meter, dass wir die versuchen einzuhalten, aber wir können jetzt trotzdem matcheln, das ist mega cool. Und dass wir halt wirklich die Hände vor dem Training waschen und nach dem Training gut. Und dass auch der Abstand in der Kabine eingehalten wird. Und dass halt wirklich auf Hände schütteln und High Five verzichtet wird in dieser Zeit. Also wir haben nur eine Chance. Wenn ihr die falsche Antwort gebt, dann ist es für euch vorbei heute. 3 Regeln vom Schutzkonzept. 2 Meter Abstand. Handwaschen. Und wenn wir zwei sagen, mit Ellenbogen. Super, Test bestanden. Abstand halten, Handwaschen und keine Handschecks geben. Regel 1 ist nicht Handchecken. Regel 2, wir dürfen nicht umarmen. Regel 3 ist, dritte weiss ich gar nicht. Du dich anstrengen, du weißt es schon, du weißt es schon. 2 Meter Abstand. Hand waschen, Abstand halten und kein Handshake. Marco, wie geht's? Immer gern gut. Ich möchte gern wissen von dir, ob du das Schutzkonzept begriffen hast. Jawohl, das mit den 2 Meter Abstand und das nicht mehr. Mit der Handbegrüße ist klar, haben wir auch im Geschäft. Von dem her ändert sich da bei mir nicht viel. Wie ist denn die Energie auf dem Spielfeld? Das ist das erste Training vom FC Zieme, seit es den Verein gibt, draussen. Ja, mega cool. Ich habe gehört, die Spieler sind schon 2 Stunden vorher da auf dem Platz gewesen. Sie sind mega begeistert. Alle haben wirklich ihre Nocken an, Skibeinschoner und es ist super stimmig. Sie freuen sich alle, wieder zu trainieren. Auf was hast du dich am meisten gefreut heute? Aufs Video Fußball spielen. Ganz einfach. Wie lange bist du schon dabei im FC? Seit im 2000, also 20 Jahre. Ich habe manchmal vermisst, das Fußballtraining vermisst. Seit schon 3 Monate hat es mich auch ein bisschen angeschissen, aber es ist halt ja Corona-Zeit halt. Wir müssen lange warten. Und ja, aber zum Glück haben wir das geschafft, dass wir das Training haben. Aber ich bin immer froh, dass ich auf dem Platz stehe. Fußballtraining schon. Und was noch? Kollegen gesehen und schon. Ja. Ich habe mich auch schon gefreut bei dem Training. Ich habe mich auch schon gefreut mit den Kollegen überall. Ja, das freut mich. Kollegen, Meister, haben wir uns mega gefreut, uns gesehen wieder und so. Training. Und die anderen Kollegen. Habt ihr euch jetzt wirklich die ganze Zeit nicht gesehen oder gehört? Wie was haben wir gemacht, um in Kontakt zu bleiben? Wir haben geschrieben, eine kleine Gruppe. Und viel telefoniert. Und wie ist das entstanden, dass man heute da aussen trainieren darf? Genau, wir waren immer in der Halle und das war auch der grosse Wunsch der Spielerinnen und Spieler, dass wir mal draussen trainieren können. Und das ist jetzt zum Glück zustande gekommen. Wir haben hier einen riesen Platz in Oerlikon und es ist gut. Elena, danke vielmals für deinen Einsatz und gutes Training. Merci. Ja, danke.